Der spirituelle Name Deva Priya. Deva Priya heißt derjenige, der von Gott geliebt wird. Deva Priya mit einem langen A wäre diejenige, die von Gott geliebt wird. Deva Priya mit kurzem A ist so etwas wie im Deutschen Gottlieb und Theophil, also von Gott geliebt. Aber eine andere Version wäre auch derjenige, der Gott liebt. Deva heißt Gott. Deva kann man auch übersetzen als Engel, aber Deva kann man eben als Gott übersetzen. Deva hat aber auch etwas in seiner Wortbedeutung von Leuchten und Strahlen. In diesem Sinne kann man auch sagen, derjenige, der durch Liebe strahlt. Wenn du den Namen Deva Priya hast, dann soll das heißen, lass die Liebe Gottes durch dich strahlen, spüre die Liebe Gottes. Sei dir bewusst, was auch immer du tust, Gott ist immer da. Gott liebt dich jederzeit, was auch immer du tust. Du musst nichts tun, um die Liebe Gottes zu verdienen. Die Liebe Gottes ist immer erfahrbar. Aus Liebe Gottes tue Gutes. Aber du brauchst keine Bedenken zu haben, dass Gott dich nicht mag. Werde Deva Priya, jemand, der sich bewusst ist, dass du jederzeit von Gott geliebt wirst. Und sei dir auch bewusst, überall ist das Göttliche und du kannst Gott überall lieben.